Hi, was geht? Ich bin Ira. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann könnt ihr hier natürlich kostenlos abonnieren und nicht vergessen, für den Algorithmus einen Kommentar bzw. Gefällt mir dazu lassen. Ich habe mir gedacht, ich muss mal ein extra Video zum Thema Farbschutz-Shampoos machen. Aus gegebenem Anlass, ihr werdet demnächst sehen, warum. Wollte ich noch mal ein extra Video dazu machen. Ich habe ja vor ein paar Jahren, ist es mittlerweile schon her, ein Video gemacht, in dem ich über alle möglichen Shampoos gesprochen habe. Also was ist der Unterschied zwischen Reinigungsshampoo, Antischuppenshampoo, Sensitivshampoo, Farbschutzshampoo, Repairshampoo etc. Also alles zusammengefasst. Ich kann euch das hier auch gerne mal verlinken. Aber ich dachte gerade zum Thema Farbschutzshampoos, weil ich da sehr häufig Fragen zu bekomme, sollte ich vielleicht mal ein extra Video machen. Farbschutzshampoos ist jetzt mal hier der Oberbegriff. Es gibt verschiedene Unterkategorien eines Farbschutzshampoos, würde ich sagen. Werdet ihr gleich verstehen, warum. Fangen wir erstmal mit diesem ganz normalen Standard-Farbschutzshampoo an. Das steht ja dann häufig in der Beschreibung oder auf dem Etikett, je nachdem, ob man auf der Website schaut, ihr wisst Bescheid, steht ja dann, lässt die Farbe länger oder soll die Farbe länger haltbar machen. Was steckt denn jetzt eigentlich dahinter? Funktionieren solche Shampoos überhaupt? Also im Endeffekt kann man sagen, dass solche Shampoos einfach nur milde Tenside enthalten. Also sie haben eine milde Reinigungskraft, ähnlich wie ein Sensitiv-Shampoo. Nur das Sensitiv-Shampoo in der Regel dann auch keine, also wenn es ein gutes Sensitiv-Shampoo ist, keinen Parfum und sowas enthält, was dann eher was für Leute ist, die empfindlich auf solche Zusatzstoffe reagieren. Bei einem Farbschutz-Shampoo ist das dann nicht der Fall. Da können auch teilweise Parfum und etc. enthalten sein, aber sie enthalten milde Tenside, damit die Farbe sich eben nicht unnötig schnell auswäscht. Denn das mache ich zum Beispiel mir ja auch gerne mal zunutze. Ich habe ja in der Regel jetzt gerade nicht. Jetzt momentan habe ich sie mit einer Natur Pflanzenhaarfarbe gefärbt. Jetzt sehe ich gerade so standardmäßig normal und langweilig aus, aber in der Regel, ihr kennt mich, habe ich immer knallbunte Haare, hochgradig blondierte Haare und dann eben direkt ziehende Farbstoffe darüber getönt. Und da mache ich mir natürlich die starke Reinigungskraft, die starken Tenside eines zum Beispiel Reinigungsshampoos oder Antischuppenshampoos zunutze, indem ich die Farbe dann schneller auswasche. Bei einem Farbschutzshampoo ist natürlich dann genau das Gegenteil der Fall. Also das ist so mild, dass die Farbe geschont wird. Bei einer Tönung sieht man das natürlich dann noch schneller, weil die sich eben auswäscht. Bei einer permanenten Farbe sieht man das eher über die Zeit. Wenn die Farbe dann mit der Zeit einfach etwas blasser wird, also selbst bei jetzt zum Beispiel dunkelbraun oder Schwarztönen kann das der Fall sein, dass sie dann mit der Zeit so ein bisschen matter werden, so ihre Leuchtkraft so ein bisschen verlieren, gerade wenn man viel in der Sonne ist, über den Sommer in den Urlaub fährt oder im Chlorwasser badet, dass die Farbe dann so ein bisschen oller und matter aussieht. Und dann können gerade Farbschutzshampoos, die zusätzlich noch Pigmente enthalten, super sein. Es gibt ja zum Beispiel auch extra Shampoos für braunes Haar, für blondes Haar oder für rotes Haar. Da ist es in der Regel so, dass künstliche Pigmente in den Shampoos noch enthalten sind. Das heißt, bei einem Shampoo für rote Haare sind es rote Pigmente, die dann das ausgewaschene Rot etwas auffrischen sollen. Wobei das in der Regel so ist, dass bei den Farbschutzshampoos die Pigmente nicht so intensiv sind. Da muss man schon eine Auffrisch-Haarkur nehmen. Da gibt es zum Beispiel welche von Maria Nila, habe ich ja auch gerne mal verwendet. Ich kann euch das auch gerne alles in die Beschreibung verlinken, falls euch das jetzt zu schnell geht. Aber in der Regel diese Farbschutz-Shampoos, die enthalten in der Regel nur eine sehr geringe Anzahl dieser Pigmente, um die Farbe möglichst langanhaltend leuchtend zu halten. Aber es sind in der Regel keine Farbauffrischer-Produkte. Bei Braun-Shampoos ist es dann in der Regel auch so, dass halt eben direkt ziehende Pigmente enthalten sind, damit das Braun schön strahlend bleibt. Da gibt es aber auch Unterschiede. Manchmal ist mir aufgefallen, sind da so grünliche Pigmente drin. Das heißt, das Braun bleibt dann sehr kühl. Es gibt aber auch Shampoos mit eher wärmeren rötlichen Pigmenten. Da muss man dann eben schauen, welchen Braunton man hat und was man dann eben damit bezwecken will. Bei Blond-Shampoos, da gibt es unter anderem Shampoos, die habe ich häufig gesehen, gerade im Naturkosmetikbereich, Kamille enthalten. Kamille ist ja auch so etwas, was einen färbenden Effekt aufs Haar hat. Wenn ihr euch erinnert, ich habe ja vor einer Weile auch mal ein Video gemacht, oder es waren glaube ich mehrere, zu natürlichen Haarfarben, Haarfärbeprodukten. Also ich habe mir mit Lebensmitteln quasi die Haare gefärbt, unter anderem mit Kurkuma, da kriegt man ein sehr knalliges Gelb mit hin.
oder auch mit verschiedenen Säften habe ich ausprobiert. Ja, gerade im Naturkosmetikbereich wird bei Shampoos sehr häufig eben Kamille verwendet. Das heißt, das Haar kriegt dann so einen natürlichen Gelb-Goldschimmer. Gerade wenn man so totblondierte Haare hat, ist das sehr schön, weil das Haar dann eben etwas lebendiger aussieht. Es gibt aber auch natürlich den Klassiker Silber-Shampoo, auch sehr häufig eben Blond-Shampoo. Damit erreicht man dann genau das Gegenteil. Der Gelbstich wird neutralisiert. Ist wahrscheinlich auch so das bekannteste Farb-Shampoo oder Shampoo, was Pigmente enthält. Silber-Shampoo. Also es ist dann in der Regel bläulich, beziehungsweise die Nuancierung reicht auch über gräulich, bläulich, violett bis hin zu leicht pinkstichig violett. Und je nachdem, welches Produkt man verwendet, neutralisiert es eben den Gelbstich oder wird eher so neutral wärmer grau. Das ist dann eher bei diesen roségräulichen Tönen der Fall. Bei diesen sehr lilastichigen Silbershampoos ist es häufig so, dass die dann sehr neutralen, kühlen Grauton ergeben. Ja, das sind eben so Shampoos, die kann man super verwenden, wenn man eben gefärbte Haare hat. Man kann es auch verwenden, wenn man komplett naturbelassenes Haar hat, aber da ist das Problem, das sind ja direktziehende Farbstoffe, die darin enthalten sind. Und da ist leider die Gefahr groß, dass die auf nicht chemisch behandeltem Haar nicht so gut halten. Also es kann sein, dass es dann keinen oder keinen großen Effekt hat. Optimal finde ich ist sowas, ja, wenn man rot gefärbtes Haar hat, weil da ist das Problem, dieser Rotstich, der geht in der Regel sehr schnell raus. Also die Haare sind zwar permanent gefärbt, aber dieser knallige Rotstich, der geht sehr schnell raus. Das Problem ist bei solchen Farben wie knalliges Rot oder auch so violettstichige Brauntöne oder Blauschwarz oder so, da ist es in der Regel so, dass diese künstlichen Farben, eben Blau, Rot etc., also in dieser Intensität, einfach mit diesen natürlichen Kolorationen nicht hinzubekommen sind. Das heißt, man muss zusätzlich eben mit Direktziehern arbeiten und diese waschen sich halt über die Zeit aus. Das ist halt auch der Grund, warum man, wenn man sich die Haare rot färbt, der Rotstich häufig dann sehr schnell rausgeht und man hat dann halt so einen Restrotstich noch am Haar, der auch da bleibt, weil es eben gefärbt ist. Aber diese Intensität, die geht sehr schnell verloren und dann kann man super mit solchen Shampoos arbeiten, um das so ein bisschen hinauszuzögern, dass es verblasst. Aber wenn es dann doch verblasst, würde ich eher zu Auffrischungshaarkuren enthalten, weil da die Pigmentierung wesentlich größer ist. Das habe ich ja auch schon häufig gezeigt. Ne? Nochmal zurück zu Maria Nila, habe ich gerade schon erwähnt. Damit kann man sich sogar die Haare, wenn man jetzt zum Beispiel blondierte Haare hat, kann man damit auch super sich die Haare tönen. So intensiv sind die, was bei so einem Shampoo nicht hinhaut, weil die Pigmentierung da sehr, sehr schwach ist. Man könnte auch, wenn man jetzt zum Beispiel braun gefärbtes Haar hat und man möchte nicht so häufig zum Friseur gehen oder man möchte die Zeit überbrücken, dann könnte man auch einfach, also wenn man jetzt zum Beispiel dann einen leichten Rotstich in dem Braun hat und der geht relativ schnell verloren, dann könnte man auch einfach einen Direktzieherrot nehmen, was natürlich pur aufgetragen sehr knallig ist, das dann mit viel, viel Spülung mischen und das dann einfach so aufs Haar auftragen. Dann hat man so einen leichten Kupferstich, Rotstich im Haar und ist aber dann nicht so künstlich. Wisst ihr, was ich meine? Also eine selbstgemachte, auffrische Haarkur wäre dann auch wesentlich günstiger, wobei es immer darauf ankommt, welchen Farbton man hat. Also wenn man schon einen sehr kräftigen Rotton hat, dann ist Verdünnen schlecht, dann sollte man die Produkte pur verwenden. Aber dann kann man auch einfach ganz normale Direktzieher nehmen. Also das Thema ist, ja, sehr vielschichtig und breit gefächert, wie ihr seht. Zusammengefasst kann ich sagen, mein Fazit, also funktionieren Farbschutz-Shampoos? Sie funktionieren, muss man gucken, nicht in dem Sinne, dass sie die Farbe wirklich schützen. Also viele Firmen drücken sich ja immer so ein bisschen nebulös aus. Ne? Also das wirkt dann alles so, als ob da irgendetwas drin ist, was die Farbe wirklich schützt. Aber das ist nicht so. Im Grunde ist es einfach nur etwas milder, das Shampoo, sodass die Farbe nicht so schnell rausgeht. Aber im Sinne von wirklich geschützt wird die Farbe so eigentlich nicht. Also man könnte, wenn man jetzt nicht diesen Farbauffrischer-Effekt haben möchte, sondern nur ein mildes Shampoo, könnte man auch einfach Sensitiv-Shampoo nehmen oder auch in der Regel ein Feuchtigkeitsshampoo. Feuchtigkeitsshampoos sind in der Regel, eben da sie nicht austrocknen sollen, auch sehr mild. Man sollte auf keinen Fall Schuppenshampoos nehmen oder Reinigungsshampoos oder Shampoos für schnell fettende Haare, weil diese eben stärkere Tenside enthalten. Also braucht man Farbschutzshampoos unbedingt.
Nicht wirklich, es sei denn, man braucht eben diesen Farbauffrischer-Effekt. Aber dann kann man tatsächlich auch einfach ein Sensitiv-Shampoo nehmen und kann da direktziehende Farbstoffe selbst hinzufügen, indem man eine direktziehende Tönung dazu mischt. Also eigentlich nein, braucht man es nicht. Ich hoffe, das hat alle Fragen geklärt. Falls noch irgendwas offen ist, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, gerne euer Feedback dazu in die Kommentare und Daumen hoch nicht vergessen. Wir sehen uns demnächst wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.